Weitergabe handwerklichen Kulturguts stand auch 2014 im Zentrum der mittlerweile vierten Zukunftsschmiede, die diesmal vom 26. Juli bis zum 24. August dauerte. Im Rahmen dieser im Jahr 2005 von Andreas Rimkus begonnenen Tradition fand auch eine Handwerkskulturwoche auf dem Empeler Waldberg statt. Mädchen und Jungen hatten hier im Rahmen einer Ferienpassaktion Gelegenheit, die uralten Handwerkskünste des Schmiedens und Schnitzens hautnah zu erleben und auszuprobieren. Wenn ihr vermisst ihr Messer, liegt denn da irgendwo ein Messer rum? Ein Messer fehlt. Hast du es vielleicht schon reingelegt? Das Erkunden ganz schlichten Materials machte dabei genauso Spaß wie manchmal die Tücken des Objekts. Der Meiler ist jetzt holzfertig. Und darauf wird immer ein Originalschluck Kühlerträne getrunken. Angekündigt wurde die Schmiedewoche mit Rauchfahnen vom Empeler Waldberg. Thüringische Köhler schichteten nach alter Tradition einen Kohlemeiler auf, um die benötigte Holzkohle zum Schmieden selbst herzustellen. Die Kinder und Jugendlichen lernten, unter der Anleitung von Andreas Rimkus, die alte Tradition des Schmiedens, den Umgang mit Metall und seinen Eigenarten. In dieser Woche geht es ja darum, die Vielfältigkeiten des Metalls zu entdecken. Ja, und Schwingungen sind eben ganz, ganz wichtig im Metall. Und deswegen habe ich hier so einige Dinge mitgebracht, um den Kindern das möglichst, sage ich mal, ja, einfach nahe zu bringen. Also man kann das erstmal so anfangen und dann geht das immer weiter. Und das sollen angebliche Klangschalen sein, die vor verschiedenen Tempeln standen, um rituale Waschungen damit zu vollziehen. Aber soweit ich weiß, weiß es keiner so ganz genau, woher es wirklich stammt. Aber ich finde das einfach fantastisch, weil man den Kindern dann wirklich auch die ganzen physikalischen Verhältnisse zeigen kann, ne? Wie Schwingungen entstehen und wie man sie selber steuern kann und wie man sie auch fühlen kann, wenn man hier reinfasst. Mit viel Geschick und traditionellem Werkzeug produzierten sie praktische und auch formschöne Stücke. Auch Kinder, die im herkömmlichen Schulunterricht aus verschiedenen Gründen nicht mitkommen, vielleicht weil sie unkonzentriert sind, erlebten das Handwerk und sich selbst als etwas ganz Besonderes und hatten unmittelbare Erfolgserlebnisse. Die Vision von Andreas Rimkus, die er auch bereits in die Tat umsetzt, ist die Entstehung einer Elementewerkstatt in Form einer Schulhofschmiede, in der das Experimentieren auch im täglichen Umfeld der Kinder ermöglicht wird. Probier mal an, ob das passt. Super, wunderbar. Hast du super gemacht. Dein erster Armreif. Guck mal, so werden die Töpfer gebrannt. Da kommt Holz drum und wird es angesteckt. Da wird nochmal eine Maske gemacht. Genau, und die machen jetzt, die machen einen großen Krug und jetzt macht die den Ton fertig. Und jetzt machen die da so eine Würstchen, siehst du das? Und dann wird Stück für Stück wird da drauf getöpfert. Auf dem Berg des Abenteuers darf zwischendurch natürlich auch das Toben und Spielen nicht zu kurz kommen. Erklär uns doch mal, was du schon alles so geschmiedet hast. Was hast du denn alles schon gemacht hier? Ganz viele Haken. Aus was hast du das gemacht? Hier aus diesen Dinger? Ja. Was ist denn das? Nagel. Genau. Und wie hast du das gemacht? Den habe ich heiß gemacht. Und dann? Dann habe ich zwei Spitzen geschmiedet. Ganz alleine, ne? Oder habe ich geholfen? Nee, ich ganz alleine. Ach, das ist nun mal nicht schlecht. Und dann muss man wieder warm machen und einen Amboss und dann rund schmieden. Okay. Dann habe ich diese eine Seite so gebogen und die andere so und dann war er fertig. Ja,
Okay, und wie schmiedet man ein Herz? Das weiß ich noch nicht. Die beiden diesjährigen Gastkünstler, zwei afrikanische Schmiede und Holzschnitzer aus Burkina Faso, schufen während der Zukunftsschmiede mehrere Skulpturen. Sie werden später Teil des Kontinentalweges Afrika im Deister sein. Die Kontinentalwege sind ebenfalls eine Idee und Initiative von Andreas Remkus, dieses Jahr in Kooperation mit den Kulturmachern aus Wennigsen. Oben auf dem Kamm des Deisters werden in den nächsten Jahren im Rahmen der Zukunftsschmieden noch 4 weitere solcher Kontinentalwege entstehen, sodass am Ende jeder Kontinent der Welt mit eigenen Skulpturen vertreten sein wird. So wird der Höhenzug im Kahlenberger Land ein Ort der weltweiten Verständigung und Begegnung. Durch Kunstwerke, geschaffen von Künstlern aus aller Welt. So wie in diesem Jahr, zusammen mit seinen 3 hölzernen Geschwistern, der Feuervogel.